Willkommen zurück zum Äonenpalast, liebe Freunde, und damit zu Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor. In der letzten Folge haben wir den guten Palast betreten, haben auch schon den einen oder anderen Gegner besiegt, darunter auch einen echt hartnäckigen Knochentrocken, und jetzt geht es weiter, zusammen mit Grace. Marcel, du musst doch auf die offiziellen Fachbegriffe achten, das war ein Geisterfrocken. Mann, was mache ich denn mit dir? Es gibt eine sechste Mariologie. Das geht so nicht. Ja, liebe Freunde, dann der Geistertrocken. Und wir haben jetzt einfach mal drei Türen. Was machen wir da? Da! Ich würde sagen, nicht ins falsche gehen. Digga, was seid ihr denn für welche, Alter? Also ich dachte ja schon, die letzte Folge war jetzt safe mit den Fallen, liebe Freunde, aber der Part kann das echt nochmal toppen. Ja, der Äonenpalast steckt voller fieser Rätsel und Fallen. War das jetzt die richtige? Es sieht für mich eher danach aus, als hätte die mich wieder zurück an den Anfang geschmissen. Moment mal, ich nehme mal die hier. Oder muss ich die Türen in einer bestimmten Reihenfolge abklappern? Du musst die Türen in einer bestimmten Reihenfolge abklappern. Okay. Aber die kann auch zählen, oder? Ja, kann auch, aber... Kann auch resetten, so wie sich das gerade angehört hat. Also resetten tut es sich immer, wenn du in dieser großen Haupthalle landest. Okay, also erst die unten. Okay. Nee, dann weiß ich auf jeden Fall schon was richtig. Also erst hier unten rechts, dann oben links, weil oben rechts als zweites war ja falsch. Und das eben gerade auch. Also erst das. Jetzt müssen wir oben links. Das ist auch falsch? Welche ist es dann als zweites? Oh, wartet mal, Freunde. Okay, also zweimal unten. Ist es nochmal unten? Ich glaube zwar eher nein, aber wir versuchen es mal. Ich wusste es, Alter. Ja. Wenn es doch nur eine Möglichkeit geben würde, zu erkennen, welche Tür die richtige ist. Okay, also warte mal so. Oh, Grace. Ich glaube, ich hab's erkannt. Aber ich werde es noch nicht spoilern. Sondern du kannst dich. Darfst gespannt sein, ob ich's habe. Ja, ich hab's, Alter. Man sieht es schon. Ja, Freunde, die Tür hier ist die nächste. Ich glaube, jetzt hat Grace auch gereiht, dass ich das Rätsel gelöst habe, oder? Ja. Freunde, habt ihr es auch gecheckt? Dann schreib's mal in die Kommis jetzt, ab diesem Punkt, wer es geschneit hat. Sollen wir es den Zuschauern sagen, Grace, oder sollen die noch ein bisschen nachdenken? Ach, ich glaub, wir geben denen noch ein bisschen Zeit. Ja, definitiv. In der Zeit lösen wir das Rätselchen hier. Jede Tür ausprobieren, das hätte, glaube ich, den Park komplett gesprengt. Das hätte es echt aus dem Rahmen geworfen, Alter. Wir haben es geschafft, liebe Freunde. Hoi! Oh, aber schöne Sache, Alter. Ja. Ganz schön hier.
Na, auch das Rätsel war eigentlich echt cool. Darauf musste man erstmal kommen, aber du hast ja gemerkt, bei mir hat es auch schnell Klick gemacht. Diese Halle eben war ja schon ein seltsamer Ort. Aber das hier? Sind ja wirklich riesig, diese Katakomben. Wo sind wir hier eigentlich? Wegbeschreibung. Kriegen wir eine Nachricht? Naja, ach, wegen dem Rätsel? Nee. Äonenpalast, Turmplatz. Okay, ich hab drauf gewartet, dass gesagt wird, wo wir jetzt hier sind. Ah, okay. Wir sind jetzt hier also beim Turmplatz. Alter! Ey, also zum. Wir haben auch endlich Kampfmusik. Und wir haben neue Gegner wieder am Start, liebe Freunde. Nämlich die Kettenhunde. Ich möchte nicht von so einem gebissen werden. Maximal KP 7, Angriffskraft 6, Verteidigung 5. Also diese Biester, ich glaube, die müssen mal richtig schön gezähmt werden, die zwei. Ja, absolut. Nee, weil guck dir das mal an. Gegen die durfte ich auch schon mal kämpfen. Und hier geht jetzt dein Wunsch in Erfüllung, mein Bester. Wegen dem Nebel. Aber noch gönnt er uns nicht. Genau, denn letztes Part hat der gute Grace nämlich gesagt, ich fänd's geil, wenn nur wir diesen Nebel haben. Und jetzt haben wir ihn einfach mal. Alter! Dieses Mal sind die RNG-Götter wohl mit uns. Definitiv. So, Wiedersehen, Kumpel. Sehr schön. Weg mit dir. Aber ich habe noch einen zweiten gesehen. Ja, da. Ja. Ein Kettenhund von niemals allein. Musstest du das unbedingt sagen? Jetzt haben wir drei, Alter. Ich spreche doch nur die Wahrheit. Ja. Nee, diese Biest. Es wurden schon Leute dafür ins Kreuz genagelt, dass sie die Wahrheit gesagt haben. Die Wahrheit sind jemand besser. So. Na, sowas. Also, irgendjemand will uns hier wirklich Glück bescheren, ey. Ich meine, guck dir das mal an, wir haben schon wieder den Nebel, Alter. Alles meine Ausstrahlung. Und der geht sogar durch, Alter. Ah, ist das schön. Ne, wir wechseln aber. Das Glück scheint uns voll zu sein. Definitiv. Göttin Fortuna ist auf unserer Seite. So, lebt wohl, Freundchen. Ist hier noch ein dritter oder war es das? Okay. So, dann gehe ich ja mal kurz nach links und heile mich wieder. Weil wer weiß, was uns da jetzt erwarten wird, liebe Freunde. Ich meine, seht mal, wir haben Speicherblock. Und wir haben dieses Herzding. Das ist nie ein gutes Zeichen. Oder? Meistens nicht. Aber ich finde es schade, dass wir da nicht rein dürfen, sondern dass wir diesen Pfad hier folgen müssen. Aber gut. Und da ich nicht weiß, was auf uns lauert, liebe Freunde, packe ich jetzt schon mal Gumbrina aus. Vielleicht erwartet uns da jetzt ein Boss oder so. Nein, erstmal Äonenpalast unter Geschoss 3. Oh, neue Mucke, wie man wohl hört. Hey, ist das nicht die so ein ähnlicher Remix von der Underground-Musik? Dieses dö. So ein bisschen, oder? Ja. Genau das ist es. Das ist ein lila Magimech. Magimechs sind magische Roboter aus der Antike. KP 10, Angriffskraft 5, Verteidigung 2. Sie setzen Magie für Angriffe und Statusveränderungen ein. Sind sie allein, erzeugen sie Doppelgänger, um von sich selbst abzulenken. Magimechs sehen also etwas seltsam aus, sind aber ernstzunehmende Gegner. Ja.
Keiner kann diese Dinger leiden. Das ist eine absolut schlimme Gegnerkategorie. So, aber zum Glück war es ja nur einer, aber ich glaube, das wird nicht der einzige seiner Art gewesen sein. Und auch nicht in dieser Anzahl. Aber wir gehen in den nächsten Bereich, liebe Freunde. Och, was willst du denn schon wieder? Oder besser gesagt, ihr. Nee. Also, sorry. Das brauche ich jetzt gar nicht. Die wollen doch nur spielen. Ich habe aber kein Knochen oder sowas dabei. Und auch kein Gummispielzeug. Auch kein Gummikaumknochen. Ja, wieso? Gummi steht doch noch. So, wenn dann eher Papierknochen, ey. So, weg mit dir. Boah, aber irgendwie spielt auch so ein bisschen der Theme aus Bowser's Castle aus, zum Beispiel Super Mario World. So ein kleines bisschen auch. Was, ja, aber, was ja, aber auch ein verdammt geiles Game war. Und by the way, wie ich schon mal meinte, liebe Freunde, mein allererstes Spiel, was ich jemals gezockt habe. Wie stehst du eigentlich zu dem Spiel? Super Spiel. Mhm. Wie gesagt, das war mein allererstes. Mein allererstes Spiel. Ich glaube, das erste Videospiel, das ich jemals gespielt habe, war Super Smash Bros. Melee. Hm. Ich glaube, den Eishauch, den brauchst du eigentlich nicht, oder? Nee, den können wir erstmal wegwerfen. Ich würde den mitnehmen. Aber ich habe schon einen. Ach, ja, er könnte halt gegen die Feuergegner gut sein. Ja, aber schau mal, ich müsste dafür was wegwerfen. Ja, aber brauchst du wirklich einen Superpilz, wenn du so viele Ultrapilze hast? Ah, okay. Also wie gesagt, gerade gegen die Feuergegner ist ein Eishauch super. So. Oh, nein, warte, warte. So, jetzt. Ja gut, gegen einen natürlich nicht, da lohnt sich nicht. Ja, aber die machen halt auch leider nur 3 Damage, ne? Ja, aber gegen Feuergegner machen sie mehr. Mhm. Nee, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Mit dieser Art habe ich mich noch nicht so wirklich auseinandergesetzt. Der auch zum Beispiel eine Feuerblume würde zum Beispiel auch gegen die Trockenbrocken mehr Schaden machen. Okay, warte, dann probiere ich das jetzt mal aus. Aber nicht mit Mario, sondern mit Gumbrina lieber. Ich habe 2 Stück. Na, dann schreien wir das mal. Ja gut, 1 Damage mehr macht es. Und leider komme ich an den hinteren da nicht dran. Und der wird sich den jetzt safe snaken. Wie könnte es auch anders sein, liebe Freunde? Wie könnte es auch anders sein? So. Nee, 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 komm erstmal zurück. Kupio darf auch mal wieder fighten hier. Ja, gegen die ist halt der beste Partner des Spiels ein bisschen schwierig. So, und bald haben wir auch schon wieder unser nächstes Level, liebe Freunde. Ich überlege schon, was ich jetzt wieder nehmen soll. Ob ich wieder BP nehme oder doch jetzt wieder OP. Hm. Oh nein. Speicherblock, Freunde. Wir wissen alle, was das heißt. Speicherblöcke sind nie gut, Freunde. Definitiv nicht. Oh nein. Was seid ihr denn für erbärmliche Gestalten? Oh nein! Hi, hi! Bäm, bäm hier! Ich bin da her! Ich bin mal
hier verirrt hat. Wer seid ihr, dass ihr mit schmutzigen Füßen in heilige Orte tritt? Ist das nicht diese Logat, die wir neulich erst besiegt haben? Was macht die denn hier? Was? Ihr habt meiner süßen kleinen Schwester etwas angetan? Ich habe mich schon gewundert, dass sie mir nicht mehr geschrieben hat. Wir haben hier so eine tolle Unterhaltung geführt. Hör gut zu, mein Name ist nicht Loga, Lobert. Als erstes will ich jetzt meine kleine Schwester rechnen. Danach werde ich ein Stück für Stück verspeisen, damit die Haut und die Knochen schälen. Oh nein. Ja. Umbrina, wusstest du das auf jeden? Entschuldigung. Ich hätte erst gut mit dem Kaffee trinken können. Das ist gut. Ja, Retolo, aber erstmal bist du gescannt, mein Lieber. Das ist Lobert, ganz offensichtlich Logarts großer Bruder. Die beiden sehen sich aber auch wirklich zum Verwechseln ähnlich. Maximal KB 80, Angriffskraft 8, Verteidigung 2. Hast du noch einen Wunsch, Kumpel? Lobert nutzt Stampf- und Beißattacken und er hat einen giftigen Atem. Der Typ sollte sich mal die Zähne putzen, Alter. Sinken seine KB verwendet er noch ein paar andere fiese Tricks. Vor allem sein Superhauch könnte dir echt Probleme bereiten. Und er kann sich aufladen, aber da kann dir Barbara mit ihrem Suchmich sicher helfen. Oh. Hey, was soll das, Gumba-Mädchen? Ich benutze täglich Zahnseide. Okay, der hält echt einiges aus. Mit dem ist nicht gut für mich. Boah, widerlich. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht den Partner sogar wechseln sollte. Barbara wäre eine gute Idee mit Damage over Time. Sicher ist sicher. Oh, das klingt aber auch nicht schlecht, oder? Hier? Ist bei Bossen eigentlich scheiße. Ich würde den normalen Schattenhieb benutzen. Ansonsten wäre Margarine auch noch eine Idee, wegen der Verteidigungsumgehung. Space ist halt, muss man leider so zugeben, in diesem Kampf relativ unbrauchbar, weil Verteidigung. Aber es gab ja noch einen Gegner. Der umgeht die Verteidigung. War das nicht Kupio? Nee, Kupio hat Verteidigung. Nee, es gab eine Attacke von einem Partner, der die Verteidigung des Gegners umgeht. Ja, Margarine. Nee, es war noch jemand Zweites. Ich glaube, das war wirklich Kupio mit seinem Powerpanzer ganz unten. Nee, Powerpanzer umgeht keine. Also, einer war das. Einer war das auf jeden Fall noch. Aber Alter, der hält ganz schön was aus. Der Bursche hier. Und wir haben noch nicht mal die Hälfte dem abgezockt, ey. Den seid ihr ja schon. Muss ich euch lassen. Wer ist hier mehr? Alter! Oh, das ist nicht gut. Ich fürchte, jetzt muss ich wieder wechseln. Ich überlege gerade das oder das. Ich glaube, das hier reicht, oder? Ja, let's go. Oh nein. Vor allem Mario braucht was. Ja, absolut.
Sehr schön, BP habe ich auch noch mitgenommen. Na, ja, das ist okay. Ja, vielleicht wäre ein Superfit besser gewesen. Ja, aber alles gut. Eine Runde halte ich auf jeden Fall noch aus. Oh, das war knapp. Fast hätte ich den falschen Knopf gedrückt. Oh, das wäre jetzt klasse. Ich schaue nicht hin. Ich hab's geschafft! Freunde, es ist wie... Lady Fortuna, sie ist heute mit uns. Freunde, es ist wie beim Elfmeter. Nicht hinschauen. Ja, der Schütze sollte vielleicht schon hinschauen, aber... Nee, aber das Publikum technisch gesehen nicht. So wirklich. Ja, das stimmt. Aber bald haben wir ihn, Freunde. Er hat nicht mal zu viel. Aber das ist wirklich ein zäher Bursche. Aber ich versuche auf jeden Fall, das so zu machen, dass ich keine Items gegen ihn einsetzen muss. Vor allem nicht meine Superpilze. Ich habe euch unterschätzt. Denkt nicht, ihr hättet noch einen Hauch einer Chance. Jetzt sagt nicht, er macht denselben Move wie die gute Logart, weil die hat nämlich das Publikum gefressen und sich geheilt. Ich hab noch etwas ganz Besonderes bei euch. Wir auch für dich, Freundchen. Alter. Epic. Jo. Oh nein, okay, Freunde, jetzt muss ich nachdenken. Was machen wir da? Was ist denn hiermit zum Beispiel? Oder eher nicht? Ach ja, meine, wenn du bist voll times, macht der Angriff bei jedem Gegner 15 Schaden. Ja, jetzt wird's echt knackig, Freunde. Jetzt wird's wirklich knackig. Ich weiß nicht, ob ich das hier schaffe. Ja, das habe ich vergeigt. Aber warte mal kurz. Ich tausche mal kurz aus und mach diesen hier. Ich muss den Vogel so schnell wie möglich ausschalten, Alter. So, einmal darf er noch. Du hättest auf deine Gumba-Freundin hören müssen und die Barbara wechseln. Super! Oh. Und? Merkt ihr jetzt, auf was ihr euch eingelassen habt? Ich bin unwissend. Ja, der Hater wollte uns zerstückeln. Aber weißt du was, Kumpel? Du redest echt zu viel. Und für dich haben wir jetzt noch was ganz Besonderes. Leb wohl, Freundchen. Du redest zu viel. Grace, ruf deine Freunde, schick den Bastard zur Hölle. Bringt ihn um, Leute! Aber, ist doch nur ein Teil der Haare. Ich bin ja. Mach's gut, Freundchen. Oh nein, wenn ich das richtig sehe, dann haben wir gleich. Oh, siehst du das auch, Grace? Ja. Wo ist unser Glück, wenn man es braucht, Freunde? Mir fehlt ein einziger Sternpunkt, Alter. What the hell? Alter. Oh, das war ein Fight, oder? Ja. Absolut. Vor allem, weil du ihn dir schwerer gemacht hast, als er hätte sein müssen. Aber irgendwie hat das auch Spannung so aufgebaut, oder? Ja. Hat es. Sternschlüssel. Wäre halt nur lame gewesen, wenn du jetzt wegen seiner Ultra-Attacke dein Lebensbild hättest verschwenden müssen. Oh. Freunde, wir sehen uns gleich hier wieder. Ich gehe einmal kurz zurück und heile mich.
Bis gleich. Oder auch nicht, liebe Freunde, denn der gute Craze hat uns zu was geraten. Also Yoshi, spuck's aus, was gibt es? Hast du was erschnüffelt? Ja, hier ist noch ein Secret, dafür brauchen wir aber den bärtigen Grießkram. Und ich weiß nicht, ob der gerade in der Stimmung dafür ist. Ach, alles gut, er hat sich beim Kampf ein bisschen schön Spaß gehabt. Ich hab's cremig genannt. Jugend für heute, keinerlei Respekt mehr. So. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben... Braucht's das? Eigentlich nicht, oder? Nö. Oh, den will ich auf jeden Fall mitnehmen. Dafür würde ich sogar das Mysterium wegschmeißen. Brauchst du auch nicht, also von daher. Aber der Sternwind, der ist hier wirklich Gold wert dann quasi. Ich habe 3 bis 4 Ultra Gelee Royals. Eigentlich brauchst du das auch nicht, weil wenn sich das schon anhebt, dann müsste ich es auch erstmal wieder auffüllen mit BP selber, ne? Ja. Deshalb kann man es eigentlich auch wegwerfen, oder? Oh man, nicht. Man muss zugeben, im Original waren hier besser. Im Original waren hier, wenn ich mich nicht irre, ein Ultrapilz und ein Gelee Royale. Das sind deutlich bessere Items. Aber auch der Gute hat ins Gras gebissen. Wie gesagt, Freunde, wir sehen uns gleich wieder nach einer Heilung. Oh. So, und da sind wir auch schon wieder, liebe Freunde. Zurück am Platz. So, jetzt gönnen wir uns erstmal die Heilung. Und was haben wir denn da hinten, liebe Freunde? Seht mal, da ist ein Schalter. Oh. Ups. Ja. Ich dachte, da kann man drauf. Da kommt man bestimmt nicht an die Schalter. Wie habe ich den Eindruck, hier geht's weiter, liebe Freunde. Oh, das sieht seltsam aus. Doch nicht. Oh, warte mal kurz. Oder muss der Gute hier einfach nur da rein? Als ob das Rätselslösung ist. Ja, moin. Hä, was wäre passiert, wenn ich das jetzt schon gemacht hätte, als ich zum ersten Mal hier war? Hättest du halt theoretisch auch machen können. Aber man wäre hier safe nicht weitergekommen, oder? Nee, dafür brauchst du nämlich das Item des Lobert. Der Gute. Ja, freiwillig mitgegeben hat. Gewissermaßen, ja. So. Aber jetzt sehen wir uns erstmal noch die andere Seite an, liebe Freunde. Oh. Werfen will gelernt sein. Wie man richtig wirft für Anfänger, Part 1. Macht einfach diesen und dann wird's klappen, Freunde. So. Das Tutorial, das jeder gebraucht hat. Ja, aber da kommt man tatsächlich gar nicht zuerst drauf, also dass man die hier sprengen muss. Nee, das stimmt. So. Aber können wir jetzt schon direkt zum Palast oder gibt es hier draußen noch was? Wenn wir jetzt schon mit dem Schiffchen hier segeln können. Du brauchst doch das Schiffchen, um in den Palast reinzukommen. Ja, aber vielleicht ist ja hier draußen im Wasser noch irgendwas. Das gab es ja manchmal in manchen Gegenden auch im Spiel, aber ich glaube, hier sieht es zum Beispiel nicht danach aus. Ja, mal schauen, Leute, aber bestimmt gibt es hier nichts. Nee, hier ist zum Beispiel schon mal gar nichts.
muss einmal kurz was schauen. Okay, passt. Das habe ich auch erledigt. Gibt's denn hier wenigstens was? Nein, aber hätte ja sein können. Komm, Freunde, wer würde hier nicht nachschauen, oder? Die Spannung geht weiter, liebe Freunde. Und was sich hinter dieser Tür verbergen wird und was noch auf uns lauert, das finden wir im nächsten Part raus von Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor. Ciao. Tschüss.